Jesus Christus ist der Herr. In der letzten Predigt sprach ich, oder haben wir uns Gedanken gemacht über Jesus Christus, beziehungsweise die Textpassage war aus Philipperbrief Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Und heute machen wir weiter ab Vers 5. Und in 1 bis 4, da ging es darum, wie wir uns in Einheit verhalten sollen. Es soll weniger um mich gehen, sondern um das Wir. Es geht weniger, oder es soll mein Ego mehr und mehr gedämpft werden und Jesus Christus soll in den Mittelpunkt gestellt werden. Unsere Gesinnung soll nicht eitel sein, wo ich nur groß rauskomme. Oh, wie werden wir doch geprägt, da groß zu sein im Alltag. Du musst groß sein. Und kennt ihr diese Leute? Sie kommen in einen Raum und sie sind groß irgendwie. Egal, was sie erzählen, die kommen immer super raus. Und das sagt die Bibel, das ist so eine eitle Geschichte. Und sagt, wenn ihr Einheit haben wollt, dann müsst ihr das Wir prägen. Jetzt ab Vers 5, da sagt Paulus, lernt von Jesus Christus. Von Jesus Christus. Das ist viel besser, so diesen Weg zu gehen mit Jesus Christus, mit seiner Einstellung, mit seinem Mindset, mit seinem Denken. Deshalb habe ich überschrieben, das letzte Mal, weniger ich, mehr wir. Jetzt in dieser Predigt, weniger ich, mehr Christus. Dass mehr Christus mein Mindset verändert und er mich einnimmt. Und ich möchte heute nicht über das Verhalten reden, sondern über unser Mindset, über unsere Denkweise. Fromm Deutsch, unsere Gesinnung. Und die sollte wie von Christus sein. Und die wird uns da in diesem Abschnitt auch dargestellt. Wir werden heute geprägt, dass wir unser Recht einfordern sollen. In Social Media, du musst irgendwas sagen und du musst Recht bekommen. Die höchste Toleranz wird hochgeschrieben, aber das ist meistens nur für die eigene Meinung. Das andere wird nicht toleriert. Da ging Jesus irgendwie ganz anderen Weg. Und ich dachte, nach dieser Kinderlektion, eigentlich ist alles klar. Leute, lass uns werden wie Jesus. Lass uns stille werden für nächste Stunde und beten, dass der Herr uns hilft, das zu tun. Aber ich habe meine Aufgabe zu erfüllen. Ich mache sie auch gerne. Ich predige heute auch zu mir, vor allem zu mir. Und Vers 5, wir werden gleich den Text lesen. Vers 5, das ist so ein Schlüsselvers, wo er sagt, habt die Gesinnung, habt das Mindset von Jesus Christus. Ich lese uns den Text nach der neuen evangelistischen Übertragung. Da heißt es, eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesu wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott der Vater geehrt. Nun, es heißt, wir sollen die gleiche Gesinnung haben wie Jesus Christus. Dieser Vers 5, irgendwie liest du ihn, sagst du, ja klar. Und liest du diesen ganzen Abschnitt, wisst ihr, wir haben so viele Lieder über das Lamm Gottes und wir erhöhen ihn in Liedern. Wir reden darüber. Wir lernen vielleicht sogar auswendig diese Verse.
Aber wisst ihr, wo ich mich gefangen genommen habe? Oder meinen Gedanken, wo ich gestockt bin? Aber wenn es um mich geht, diesen Weg zu gehen, sage ich, warte mal, Jesus, wie geht das denn? Wie geht das denn? Aber er hat das vorgelebt, an sich ganz, ganz praktisch. Nichts Großes Theologisches, muss man keine Doktorarbeiten drüber schreiben. Einfach leben. Sagen, Herr, verändere mein Denken. Verändere es. Du hast es gelebt. Du hast es geschafft. Nun, es geht um Gesinnung. Und Gesinnung, hier, das Wort wird gebraucht. Was ist dein Mindset? Was ist dein Gedanke im Vordergrund? Daraus folgt dann die Handlung. Es geht weniger sogar um das Intellekt, sondern was ist deine Einstellung? Wenn du sagst, ich werde nicht lügen, das ist deine Grundeinstellung. Und du wirst nie danach lügen. Die Handlungen werden dann auch folgen. Und so sagt Paulus, habt diese Gesinnung. Also stellt euch darauf ein, nicht groß rauszukommen, sondern demütig zu sein. Sieh den anderen und nicht sich selbst. Poche nicht auf deine Rechte, sondern sieh das Wohl des anderen. Er sagt, es soll unsere Grundausrichtung sein. Und das Interessante ist, dass Paulus das Wort gebraucht in der Gegenwart, Präsensform. In aktiver Form, aber auch ein Imperativ, also macht es. Also das heißt, ich lehne mich nicht zurück und ich schaue mal, wie das Denken sich verändert. Nein, nein, sagt er, du lebst heute und sei aktiv daran, arbeite daran, dass du dein Denken veränderst. Dass du dieses Denken annimmst. Es ist auch kein Vorschlag, sondern eine Aufforderung an mich und an dich. Damals an die Philipper. Und unser fleischliches Wesen, unsere alte Natur, der Adam, der will das nicht. Der poppt immer wieder auf, nicht wahr? Wisst ihr, wenn wir das gesamte Neue Testament lesen, auch in dieser Sache bist du nicht alleine. Du bist nicht alleine. Du bist dir nicht überlassen. Sondern Jesus sagte, das lesen wir in Johannes Kapitel 14, ich werde dir einen Beistand schicken. Da haben wir einen Beistand. Römer Kapitel 8, der Heilige Geist befähigt uns, uns mehr und mehr von uns zu lösen und Jesu Christi Gesinnung anzunehmen. Von uns auf werden wir nicht schaffen. Da poppt immer der alte Adam auf, da kommt der Ehrgeiz, der zerstörerische Ehrgeiz und. Und da ist es so gut zu wissen, wir sind nicht alleine, wir haben einen wunderbaren Helfer. Die dritte Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist, der in uns wohnt. Nun, mit welchem Denken sitzt du heute hier? Du bist im Gottesdienst, sagst, ja, meine Frau hat gesagt, ja, ich sollte. Ja, okay. Oder der Mann sagte, wir sollten zur Kirche gehen. Und hast dein Gewissen beruhigt. Oder du kommst zur Gemeinde, zum Gottesdienst, sagst, ich will mich berieseln lassen. Ich will mal schauen, was heute angeboten wird. Was ist die Theke? Ja, hier war ein bisschen langweilig, schalte ich mal anderen YouTube an und dann schaue ich mir ICF München an. Super, super Leute dort. Was wäre, wenn wir das Haus verlassen, die Gesinnung annehmen, sagen, Herr Jesus, ich gehe jetzt dahin, ich möchte wachsen. Ich möchte mich verändern lassen durch dein Wort. Und das Interessante ist, du machst das Gleiche jeden Sonntag, ja, du kommst ja hierher und da ist etwas in deinem Kopf passiert. Sagt, ich möchte wachsen, ich möchte mich verändern lassen, ich möchte mehr und mehr den Gedankengang, die Gedanken von Jesus übernehmen. Und wisst ihr, was das Gute ist? Dann werden wir wie Jesus. Das, was du anschaust, so wirst du. So wirst du auch handeln. Warum ähneln Ehepaare, die 60, 70 Jahre miteinander gelebt, immer ähnlicher? Die schauen sich immer ständig an. Die kommunizieren. Das Denken wird übernommen. Und sie schauen sich dann an, dann läuft der Mann oder die Frau.
oder auch nicht. Da ist Gemeinschaft. Und sagt er, ich möchte meine Frau lieben oder meinen Mann. Und so passen wir uns an. Und so, wenn du in den Gottesdienst kommst, mit welchem Mindset kommst du hierher? Und mit welchem Mindset sitzt du jetzt gerade? Was erwartest du von der Predigt, von den Beiträgen? Ich sage, Herr Jesus, ich möchte mehr von dir bekommen. Ich möchte mehr von dir bekommen. Möchtest du von der Denkeinstellung von Jesus lernen? Welche hatte er denn? Nun, ein Guy King, so der Name, er sagte, seine Gesinnung war in seiner Selbstlosigkeit, in seinem Opfer und in seinem Dienst für andere. Er sah den anderen und verzichtete auf etwas. Das war seine Gesinnung. Nun, das Wort Gesinnung, also der erste oder der zweite Vers, den wir gelesen haben, Vers 6, der, als er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Und dann lesen wir, er entäußerte, er hat das nicht für einen Raub gehalten, nach dem Motto, ich muss König bleiben. Habt ihr schon mal gesehen, wenn man einen Affen fangen will, was man dann macht? Eine Kokosnuss oder irgendeine geschlossene Schale, wo nur eine kleine Öffnung ist. Dann legt man eine Süßigkeit rein. Der Affe greift rein und hält es fest. Und dann wird der Affe, also der gehört dir. Er wird das nicht loslassen. Er hält es wie ein Raub für sich und er will nicht loslassen. Habt ihr vielleicht schon mal in Filmen gesehen, wie ein Raubüberfall oder jemand, der sagte, das gehört mir. Ach, wir müssen nicht in Filmen gehen, wir können nur zu Aldi gehen. Am Montagmorgen hatte ich mal einen Fehler gemacht, als Angebot war. Und die Leute festhielten an den Angeboten. So ähnlich, aber Jesus tat das nicht. Jesus hat das nicht gemacht. Er könnte für sich alles ausschlagen und sagen, ich bin der König. Sagt er, nein, ich lasse es los. Warum? Weil er dich und mich gesehen hat. Schon im Vorfeld, schon im Voraus. Er hat seine Macht nicht ausgespielt, sondern ließ es los. Zum Beispiel nehmen wir eine Geschichte aus Gideon. Ich glaube, an einem Donnerstag erzählte ich das. Gideon, Richter, aus dem Richterbuch, er wird zum Richter gemacht, er wird Befreier und die Leute sagen, sei unser Oberbefehlshaber, sei unser Richter und so weiter. Und wisst ihr, wenn die Geschichte nach diesem Vers enden würde, sagen, boah, lass uns von der Demut Gideons lernen. Er sagte, ich werde es nicht sein und auch meine Familie wird nicht über euch herrschen. Denkst du, wow, super Einstellung, hammer Typ, super Leidenschaft, gewonnen, also Israel befreit und so weiter. Und jetzt sagt er, ich brauche es nicht. Und dann spielte er seine Macht aus. Sagt er, wisst ihr, wir haben da gerade unsere Leute, unsere Feinde besiegt und jeder von euch hat ja Ringe genommen, Silber, Gold. Ich brauche auch nicht viel. Von jedem Einzelnen von euch, gib mir nur einen Ring. Und im nächsten Vers steht es, das war sein Todesurteil. Er hat daraus ein Ephod, also Priesterschutz gebaut und das wurde als Götze dargestellt. Er hat seine Macht ausgespielt. Erstmal super demütig gemacht. Hey, nein, nein, auf keinen Fall, kein König, kein Richter will ich sein. Aber macht mir. So war Jesus nicht. Er gab komplett auf, demütige Haltung. Handelt nicht selbstsüchtig und sucht das Vorrecht des anderen. Meine Frage an dich und an mich, an welchen Dingen hältst du dich fest? Was hältst du in der Hand? Was steht zwischen dir und Jesus? Wisst ihr, das, was wir fest in der Hand halten, außer Jesus, es ist Götze. Und das hindert uns, unser Denken zu verändern, weil unser Fokus dann auf das Gerät, auf den Menschen, auf die anderen Dinge sind.
Was hältst du fest? Was kannst du nicht loslassen? Was erscheint dich in deinen Augen als König zu sein? Nach dem Motto, ich sitze auf dem Thron und ich halte fest. Nun, wenn Jesus nicht losgelassen hat oder losgelassen hat, seine Stellung, und da müssen wir unterscheiden, also seine Stellung, mäßige Haltung und persönliche Gleichung. Stellung, mäßig und persönliche Haltung. Er hat seine Stellung als Gott aufgegeben. Sagt er, ich will nicht mehr das sein, ich werde das und gehe unteren Weg. Innerlich, das werden wir sehen, gleich an den Worten, die Paulus gebraucht, ist er Gott geblieben. Nun, er genoss alle Vorrechte als Gott, aber er hat es nicht für seinen Vorteil festgehalten, wie ein Bankräuber oder Raubtier, wenn es festhält, sondern ließ es los, sagt er, ich brauche es nicht. Und da heißt es im Vers 7, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Knechtgestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden. In Vers 8, der erste Satz. Nun, manche Übersetzungen sagen, er entleerte sich, entäußerte sich. Wovon hat sich denn Jesus entleert? Worin wurde er denn arm? Wovon hat er sich entleert? Nun, es gibt da viele Gedanken. Als er Mensch wurde, dann war er nicht mehr Gott. Er war nicht mehr allwissend, er war nicht mehr allgegenwärtig und so weiter. Die ganzen Attribute, die wir für den heiligen Gott gebrauchen, nach dem Motto, er war es nicht. Aber wir wissen, er war das in seinem Wesen. Er war es. Und das schimmerte immer wieder in den Wundern. Es schimmerte immer wieder durch, zum Beispiel auch in der Verklärung. Er ist Gott. Auch wenn er die Knechtsgestalt angenommen hat, er ist allwissend, immer noch allwissend. Und er war noch allgegenwärtig, er war allmächtig. Wenn zum Beispiel ein Mensch in einem Krieg gefallen ist und kommt in die Gefangenschaft und wird ein Sklave, Gefangener und so weiter, der hört ja nicht auf, Mensch zu sein. Er ist ja immer noch Mensch. Da ist der Titel Sklave, Gefangener und so weiter. Aber er ist immer noch Mensch. Und so Jesus, er gab auf seine Stellung als Gott, aber er blieb es, indem er, auch wenn er die Knechtsgestalt angenommen hat. Alle Vorzüge, alle Herrlichkeit streifte er von sich ab und tauschte mit der Gestalt eines Sklaven ein, einschließlich aller Einschränkungen, die er hatte. Und er sagte, ich bin gekommen, um zu dienen und als Lösegeld für viele Menschen zu geben, Markus 10. Wie war es in der damaligen Welt? Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, Paulus schreibt ja im ersten Jahrhundert, da war Nero gerade, davor, bei ein paar hunderte Jahre, war der Alexander der Große, der mit 20 Jahren Herrführer wurde, mit 33 Jahren starb und wurde der Weltherrscher der damaligen Welt und sagte, ich bin Gott, guck mal, was ich geschafft habe. Das andere Gegenstück lesen wir von Augustus, der den römischen Bürgerkrieg beendete und den quasi Pax Romana eingeführt hat und sagte, ich bin Gott. Und die Menschen haben ihn als Gott verehrt. Das fordert den Menschen. Was sagte Jesus? Ich bin gekommen, um euch zu dienen. Gott kommt, nimmt Sklavenkleider an und sagt, ich möchte dienen. So ist das in der Welt. Aber der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele Menschen. Markus 10, was ich schon zitiert habe. Und da heißt es, in Erscheinung wie ein Mensch. Und das Interessante ist, also wir werden im Philipperbrief sehen wir das gleiche Wort. Gestalt oder Erscheinung wird hier und da gebraucht.
Im Griechischen werden zwei Worte gebraucht. Und zwar das erste Wort, wo Gestalt Gottes, da wo es um das Innere, da äußert sich etwas, aber da ist das Innere beschrieben. Und dann sagt er, er gab es auf und hat das, diese Stellung auf, die ist Morphe, und nahm sich dieses Vergängliche, diese vergängliche Erscheinung. Schema kennen wir aus dem Russischen, nicht wahr? Das Wort wird da gebraucht. Also das Vergängliche, was Paulus auch in anderer Stelle gebraucht und sagt, diese Welt, die Gestalt dieser Welt, also dieses Schema, ist vergänglich. Und sagt er, dieser Gott, der Morphe, der Göttlichkeit hat, hat dieses Schema angenommen, damit er uns dient. Für uns unverständlich. Aber Gott kann es. Aber Gott kann es machen. Er nahm die Knechtsgestalt an, und das sehen wir in seinem Leben, als er die Schütze umgebunden hat und sagte, ich wasche euch die Füße. Das hat Jesus getan. Jetzt muss man sich vorstellen, der heilige Gott, ja, der Thron, geht runter und sagt, ich wasche euch die Füße. Das war die Gesinnung von Jesus Christus. Ich habe letztes Mal immer wieder ja gesagt, schaut mal nach links oder schaut mal nach rechts. Würdest du diese Menschen auch so lieben? Würdest du ihnen auch dienen, wie Jesus das gemacht hat? Das war die Gesinnung von ihm. Das war die Gesinnung von Jesus. Und da heißt es in seinem Dienst, also die Gesinnung in seinem Dienst, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Bis aufs Äußerste. Bis aufs Äußerste ging Jesus. Und dieser, da sehen wir irgendwie so, es wird immer tiefer mit Jesus, immer tiefer, immer tiefer. Also, das geht doch gar nicht mehr. Und er ging wirklich bis aufs Äußerste. Weil er dich und mich gesehen hat. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Elektrostuhl, Ball fällt runter, andere Todesarten sind ja nur für Räuber gedacht. Auf dem Galgen oder auf dem Kreuz. Das war nur für Räuber gedacht, nicht für den Gott. Da sagte er, ich erniedrige mich. Ich werde demütig und ich stelle mich drunter, weil er mich und dich gesehen hat. Ich mache es für euch. Und da lernen wir Demut von Jesus. Lernen wir Demut von Jesus. Wir lernen Demut, dass er grundsätzlich die Menschengestalt angenommen hat. Er war demütig. Jemand hat das aufgereiht und das ganze Leben Jesu in Demut, mit Demut umschrieben. Sagte, er war demütig, weil er schon an einem dunklen, unbedeutenden Ort zur Welt kam. Und du, Bethel und Ephrata, da du klein bist unter den Städten Israels, in irgendeinem Dorf, in einem Stall. Er war demütig. Er ist geboren, zur Welt gekommen, in einem Volk, das verachtet war. Die waren unter den Römern. Er war als Kind geboren und war nicht sofort als Erscheinung eines Mannes, sondern hat Beruf gelernt, hat Mutter und Vater akzeptiert und geehrt, lernte in der Tora. Er war demütig. Er lernte Handwerk. Er war demütig im Warten auf seinen öffentlichen Auftritt und riss auch nicht die Macht auf sich. Und wie oft sagte er, es ist die Zeit ist noch nicht gekommen, wartet noch. Die Erhöhung kommt. Aber die Erhöhung, die er meinte, war Kreuz. Er war demütig in Versuchungen, die er ertrug. Er war demütig im Ertragen von Hunger und Schwächen. Er war demütig, indem er sagte, ich tue den Willen des Vaters, nicht meinen Willen. Und im Angesicht des Todes, er ging bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Er zeigte seine Demut. Und ich würde noch mal zu dieser Aufzählung hinzutun,
Er ist immer noch demütig, weil er sich von uns abhängig macht. Wisst ihr warum? Er sagt, ich segne euch, damit ihr ein Segen seid für alle Völker. Er könnte einen Engel schicken, er könnte Armee von Engeln schicken, damit die ganze Welt erkennt die Macht Gottes und dass sie zu Jesus Christus kommen. Er sagte, ich rufe aus und sagt, folgt mir nach. Er ruft aus und sagt, geht und predigt das Evangelium. Und er macht sich abhängig von uns. Das ist Demut. Das ist Demut von Jesus. Nun, jetzt haben wir diese ganzen viele Stufen gesehen von der Gesinnung Jesu Christi. Das tat Jesus. Und da sehen wir in den letzten von 9 bis 8 bis 11 Verse, von 9, die drei Verse. Was tut Gott für so einen Menschen, der demütig lebt? Was tut Gott? Da heißt es, darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen, unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Da ist ein plötzlicher Wechsel. Da ist einer, der lag auf dem Boden, aufgrund seines Demuts. Er sagte, ich verzichte auf alles, weil ich die anderen sehe. Ich sehe das Wohl des anderen. Und da kommt Gott in Aktion und sagte, diesen Namen werde ich erheben. Diesen Namen, denn diesen demütigen Menschen. Jetzt können wir natürlich streiten, welchen Namen geht es. Meines Erachtens ist es diese Zusammenführung. Jesus Christus ist der Herr. Und stellt euch mal vor, Paulus schreibt nicht, der Kaiser ist der Herr, sondern Jesus. Und sagt er, aufgrund seines Demuts, liebe Leute, Jesus ist Jesus Christus. Dieser volle Name ist der Herr. Er ist der Herrscher über alle Menschen. Über die Haltung wird auch gesprochen. Knie beugen. Da wird sich jeder beugen vor ihm. Ist da jemand ausgeschlossen? Nee. Jeder von uns. Egal, wie du jetzt zu Jesus stehst. Egal, wie du zu ihm stehst, du wirst dich beugen. Da heißt es von Engeln. Und die Engel sind die Wesen, die ihn jetzt schon anbeten. So wie es auch zum Beispiel in Jesaja Kapitel 6 heißt, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Das werden sie. Ich glaube, das ist für sie kein Problem. Das machen sie. Das machen sie jetzt schon. Und dann lesen wir auf der Erde. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Gruppierungen. Da sind Menschen, die sagen, ja, Jesus Christus ist der Herr. Und den beten wir an. Den beten wir an, weil er der Herr ist. Dann ist zweite Gruppe, die uns belächelt. Und sagt, nee, den gibt's nicht. Ja, Jesus, ja, da gibt's noch andere Quellen, die sagen, nee, da ist nichts mit ihm. Der ist nicht der Herr, der ist nicht Gott. Nee, da hat er ja Verhältnis mit Maria gehabt. Nee, da ist nichts. Nee, ich glaube an ihn nicht. Und da steht, jedes Knie wird sich beugen und das bekennen. Und ich glaube, es gibt noch eine dritte Gruppe, die dazwischen ist. Ich weiß nicht, ich mag nicht dieses Schwarz-Weiß, mag immer so noch die dritte Variante. Und ich glaube, die gibt es wirklich. Das sind Menschen und ich glaube, heute gibt es sie auch. Sie kommen äußerlich hierher, aber sie bekennen nicht Jesus Christus. Sie spenden vielleicht und sie haben sich vielleicht sogar taufen lassen. Aber Jesus ist nicht hier. Er hat nichts verändert. Du hast super für dein Gewissen gemacht, alles gemacht. Du kommst jeden Sonntag oder vielleicht woanders hin. Du musst wissen, es kommt ein Tag, du wirst ihn bekennen. Jesus Christus ist Herr. Aber dann gibt es auch kein Zurück mehr. Und deshalb ein Aufruf an dich, bekenne heute. Knie dich vor ihm und sag, du bist der Herr. Jesus Christus ist der Herr.
über mein Leben. Und da heißt es auch von einer anderen Gruppe unter der Erde, da wissen wir Wesen, Geister. Und da heißt es sogar vom Teufel, er glaubt und die Dämonen glauben an Gott. Aber sie zittern, weil sie wissen, es kommt ein Tag, wo das Bekenntnis gefordert wird. Wo sie sich vor Jesus Christus sich niederbeugen werden, sagen, Jesus Christus ist der Herr. Und dieses Bekenntnis, ich finde es so wunderbar. Wisst ihr, ich achte immer darauf, wie beten Menschen. Menschen, die mit Jesus leben, in ihren Gebeten, sagen sie immer, Jesus Christus, du bist mein Herr. Die anderen, die beten, ja, lieber Gott, da ist Jesus Christus raus. Und ich habe persönlich erlebt, Menschen, die mit dunklen Mächten zu tun haben, die bekennen nie diesen vollen Namen. Sie haben Angst und sie zittern davor. Wenn du heute in deinem Gebet nicht sagen kannst, Jesus Christus ist der Herr, dann weißt du, dass es heute noch Zeit gibt, dich zu verändern. Das war das Bekenntnis der ersten Christen. Die Aposteln in den ersten Jahrhunderten musste jeder Täufling bekennen, Jesus Christus ist mein Herr. Was für ein wunderbarer Name. Jesus Christus ist der Herr. Und das hat Gott ihm den Namen gegeben, weil er demütig war. Weil er uns vorgelebt hat auch, wie wir das Denken verändern können oder welches Denken wir aneignen sollen. In diesem Namen, Jesu Christi, ist nur in ihm, ist das Heil. Deshalb nochmal mein Aufruf auf dich, zu dir, bist vielleicht nicht der Bekenner. Bekenne heute diesen wunderbaren Namen, Jesus Christus ist der Herr. Die Verse 1 bis 11, Kapitel 2, da geht es um das Zusammensein in der Gemeinde. Und Paulus sagt, hey, schaut mal aufeinander, sucht nicht das Eure, guckt nicht auf euch selbst, löst euch von euch, sucht das Wohl des Anderen. Dann sagt er, schaut, Christus hat es vorgelebt und übernehmt diese Gesinnung. Und möge dieses Mindset mein Leben verändern und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Wisst ihr, wenn Menschen bereit sind, füreinander bis aufs Äußerste zu gehen, füreinander, also so wie Jesus bis zum Tod, die streiten nicht miteinander. Für den, den du bis in den Tod gehen wirst, du wirst dich mit ihm nicht streiten. Und da ruft Paulus auf, schaut auf Jesus, er hat alles getan, damit rund läuft, nicht eckig wird, damit die Kanten abfliegen. Nimm das Mindset von Jesus Christus und es wird euch helfen. Und lass mich nochmal zurufen, diesen wunderbaren Namen, Jesus Christus ist der Herr. Wenn du es noch nicht aussprechen kannst, spreche es aus. Es ist besser jetzt zu machen, als es dann später irgendwann mal. Und du wirst es machen. Amen.